Ein Haftungsdach ist ein Erlaubnisinstitut, unter dem inhabergeführte Unternehmen wie Vermögensberatungen oder Family Offices verschiedene regulatorische Services beziehen, damit sie ohne eigene Lizenz in einem von der BaFin regulierten Markt tätig werden können. Partner unter einem Haftungsdach können erlaubnispflichtige Geschäfte erbringen, da sie als vertraglich gebundener Vermittler agieren, auch bekannt als Tied Agent. Das Haftungsdach als Institution ist rechtlich im Wertpapierinstitutsgesetz, dem WPIG, verankert, wo auch die verschiedenen Dienstleistungen, die ein Haftungsdach bringt, geregelt sind. So finden Sie zum Beispiel unter dem § 2 Absatz 2 Nummer 3, 4 und 5 die Anlagevermittlung, die Anlageberatung sowie die Abschlussvermittlung. Die Anlageberatung und Anlagevermittlung dürfen Partner der NFS-Netfonds im Namen des Haftungsdach gegenüber Mandanten erbringen. Die Abschlussvermittlung ist der NFS selbst vorbehalten. Neben den Tätigkeiten wird dort auch im § 3 Absatz 2 des Wertpapierinstitutsgesetzes der Status der vertraglich gebundenen Vermittler geregelt. Die übergeordnete Erlaubnis und Lizenz der NFS-Netfonds für die Erbringung der verschiedenen Wertpapierdienstleistungen ist im § 15 des WPIG geregelt. Die Institutserlaubnis nach § 15 war vorher im allseits bekannten KWG § 32 verankert, ist aber für Wertpapierinstitute in ein eigenes Gesetz gewandert. Die Lizenz nach WPIG erlaubt es der NFS-Netfonds und seinen Partnern, Aktien, Anleihen, Zertifikate, Fonds und Vermögensanlagen zu vermitteln und zu beraten, sowohl im Endkundengeschäft, beispielsweise im Private Banking Modell, als auch gegenüber anderen Vehikeln, wie zum Beispiel dem Fonds Advisory oder auch dem Vermögensverwaltungs-Advisory. Ein vertraglich gebundener Vermittler ist rechtlich selbstständig, aber ausschließlich an das Haftungsdach gebunden. Diese Ausschließlichkeit hat die Gesetzgebung mit sich gebracht. Ein Berater und sein Unternehmen kann somit nur mit einem Haftungsdach zurzeit in Deutschland zusammenarbeiten und dessen Lizenz nutzen. Die Beratung und Geschäfte werden von diesem Tied Agent gegenüber einem Kunden direkt erbracht, laufend aufgrund der Verträge auf den Namen und Rechnung des Haftungsdaches. So hat ein Kunde immer seinen Berater als Ansprechpartner und das Haftungsdach stellt die benötigte Infrastruktur rechtlich wie auch prozessual zur Verfügung. Um auf die Frage zurückzukommen, was ist ein Haftungsdach und wie wird es definiert? Es ist eine Form von Erlaubnisinstitut, damit erfahrene Investment Professionals eigene Firmen in der Anlageberatungswelt führen können, mit inkludierten Zugriff auf einen Full-Service-Dienstleister, der sich um alle Prozesse, Verträge und die rechtlichen Vorgaben kümmert. Ein One-Stop-Shop für bankenunabhängige Finanzberater. Typischerweise nutzen Berater ein Haftungsdach, die neben Fonds auch Aktien, Anleihen und Zertifikate beraten oder vermitteln möchten. Allein für Fonds benötigt man nur eine 34F-Lizenz nach Gewerbeordnung. Diese Ausnahmeregelung ist mit ein paar weiteren Einschränkungen verbunden, die besonders Banker in der gewohnten Zusammenarbeit mit Kunden hindert. Die Volllizenz unter einem Haftungsdach bringt bestimmte Vorteile mit sich. Im Vordergrund steht natürlich, dass das gesamte Spektrum der möglichen Assetklassen unter einem Haftungsdach angeboten werden können. Außerdem sind die Prozesse mit denen aus Banken und Vermögensverwaltungen gleichlaufend, zum Beispiel in der Orderabwicklung. Typische Partner unter einem Haftungsdach sind somit die Personen, die ihre Kunden umfänglich beraten möchten und einen breiten Zugang zu sämtlichen Finanzinstrumenten suchen. In der Regel sind Partner langjährige Banker, Vermögensberater und Asset Manager, die ihre Tätigkeit aus einem Angestelltenverhältnis in die eigene Firma verlagern. Wir stehen interessierten Experten zur Verfügung und besprechen vertrauensvoll und natürlich absolut diskret über die Möglichkeit und geben ihnen Feedback, wie ihre Zukunft bei uns aussehen kann. Kommen Sie gerne auf uns zu und wir schauen,
ob sie ein passender Partner für uns sind und noch viel wichtiger, ob wir ein passender Begleiter für sie sind.